Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor es losgeht, kennt ihr schon unseren Führerschein-Guru? Er begleitet dich bei der Führerscheinausbildung, gibt dir praktische Tipps und echte Handlungsempfehlungen, wie du deine Fahrschule ganz easy meisterst. Sei nie wieder unvorbereitet für deine Fahrstunden und hol dir jetzt deinen Zugang. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Führerschein-Guru bestehst du zu 100% deine Prüfung. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal der Fisch Academy. Ich bin Marco. Heute geht es um viele schwierige Verkehrssituationen. Ich wünsche euch mit dem Video viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Die nächste nach links. Wir haben zwei Fahrstreifen links, also wechsle ich den Fahrstreifen nach links und ordne mich mal schon richtig ein. Dann sehe ich das nochmal an dem Vorwegweiser, also Richtung Autobahn. Nochmal Spiegelblinker links. Wir haben hier nur eine Abbiegespur und in der Ampel ist ein Pfeil. Trotzdem zurück in den zweiten Gang gehen. Jetzt wird es ja rot. Rot halten, schalten. Die Rotphase ausnutzen, schon mal dahin schauen, wohin wir fahren wollen. Man sieht eigentlich von hier schon dieses blaue Verkehrszeichen mit dem weißen Pfeil, was aussagt, am Schild rechts vorbei. Vorfahrt gewähren, haben wir ja gesagt, gilt nicht, weil die Ampel an ist. Ampel steht über dem Verkehrszeichen, die Vorfahrt betreffen. Pfeil in der Ampel, freie Fahrt. Wir treffen dann auf zwei Fahrstreifen. Da wir aus einer Spur abbiegen, können wir dann frei anwählen, die linke oder die rechte Spur. Welche ist die bessere? Natürlich die rechte. So, wir fahren los. An den Schleifpunkt etwas Gas. Kupplung raus. In der Kurve ruhig schon in zweiten schalten. Alles in Ruhe machen. Vorfahrtsstraße, Fußgänger hatten rot. Beginn Kraftfahrstraße. Bedeutet aber immer noch 50 km/h, weil wir befinden uns im Ort. Nicht denken, Kraftfahrstraße und Gas geben. Jetzt kommen hier Ortsausgang und hier steht 100 km/h. Beschleunigen. Vierter Gang. Den fünften Gang. Und dann so circa bei 100 den sechsten Gang. Hier haben wir nochmal Vorwegweiser. Dann kommt wieder so eine Brücke, immer schauen, ob da jemand steht oder wie auch immer. Spur halten, Lenkung locker halten. Wir fahren dann gerade weiter. Jetzt helfen uns wieder die Vorwegweiser. Die Spur, die wir haben, wäre rechts abbiegen. Dann sehen wir weiter in der Ferne nochmal die Vorwegweiser. Es kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80. Wir wechseln den Fahrstreifen nach links. Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Blinker wieder aus, leicht antippen. Weil öfters ist es so bei Fahrstreifenwechsel, wenn man den Blinker anklickt, geht er durch diese geringe Lenkbewegung nicht von alleine wieder aus beim Zurücklenken, wie beim Abbiegen. Dann tippt man den ganz leicht an und da ist der Blinker wieder aus. Kontrolliert eure Geschwindigkeit, 80 km/h. Hier steht das nochmal, zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80. Fahren weiter gerade, also wir befinden uns auf der richtigen Spur. Und fahren dann wieder auf die Bundesautobahn Richtung Frankfurt. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Schulterblick rechts. Gehe an die Bremse mit Gefühl. Trete die Kupplung neben den dritten Gang. Kupplung langsam raus. Beginn Autobahn. Wenn wir jetzt gerade lenken, geht der Blinker aus. Den müssten wir jetzt hier nicht nachsetzen, weil das eine Kurve ist.
abgebogen sind wir ja schon. Vorfahrt gewähren nochmal als Hinweis, aber ihr habt bei einer Autobahn Beschleunigungsstreifen. Dritten Gang lassen, richtig beschleunigen, Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Jetzt nehme ich den vierten Gang. Den Blinker können wir gleich anlassen, weil wie man sieht, müssten wir nochmal einen Beschleunigungsstreifen bekommen. Vom Tempo her ist hier 130. Da haben wir den Beschleunigungsstreifen. Denkt dran, bitte am Ende. Ich gebe noch etwas Gas. Letztes Drittel, Spiegel, Schulterblick reinwechseln. Blinker leicht antippen. Fünfter Gang. Kupplung langsam raus. Und sechster Gang. Sechsten Gang nehme ich jetzt bei 130 erst. Autobahn ist immer noch mal die Gänge weiter ausfahren. Wir können ja nicht auf der Autobahn hier bummeln. Abstand auf der Autobahn halber Tacho in Metern. Das heißt bei 100 km/h 50 Meter. Leitpfosten sind immer 50 auseinander. Ich fahre jetzt aber 130. Also Mathematik 75 Meter. 65 Meter. Nicht 75. 75 Meter wären es dann bei 150, ne? Wir verlassen die Autobahn. Erster Hinweis bei 1000 Metern. Nicht mehr unbedingt überholen. Die 500 Meter Marke. Bei 300 machen wir dann Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Bei 200 Meter vom Gas gehen, Fuß schon vor die Bremse, aber Bremse noch nicht drehen. Spiegel, Schulterblick rechts bei 100 Metern. Sofort am Anfang raus und jetzt relativ kräftig bremsen, dass wir auf 50, 60 kommen. Kupplung dazu, dritter Gang, ganz in Ruhe. Kupplung langsam raus, weiter vorausschauende Fahrweise, nochmal Geschwindigkeit kontrollieren, dass wir hier die Kurve ordentlich schaffen. Dann fahren wir weiter Richtung Zentrum. Ampel ist rot, deswegen geben wir von Gas. Zentrum nach links, zwei Linksabbiegespuren. Wir nehmen dann die rechte Spur. Ist einfacher. Die Kupplung zutreten, zweiter Gang, ganz in Ruhe, bei 10 km/h, erster Gang. Zweispuriges Linksabbiegen, wichtig ist die Spur halten. Diese Spur ist besser, weil wir können uns hier drüben an diesem Bordstein an der Wiese orientieren. Während wir in der linken Spur, passiert es sehr oft, dass in der Kurve der Fahrstreifen gewechselt wird. Das wäre schlecht. Nochmal den ersten Gang kontrollieren. In der Ampel haben wir einen Pfeil. Das heißt, bekommen wir grün, haben wir wieder freie Fahrt. So, wir haben grün, Schleifpunkt, etwas Gas. Jetzt erst die Kupplung raus. Kupplung gleich wieder treten. Zweiter Gang, ruhig in der Kurve schalten. Und die nächste biegen wir dann nach rechts ab. Dritter Gang. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Ampel wird rot. Ich gehe an die Bremse, erstmal ohne Kupplung. Sehe, in der Straße ist Einbahnstraße. Kupplung treten. Zweiter Gang. Bei 10 km/h. Erster Gang. Es wird grün, wir können weiter. Einbahnstraße, wir biegen am Ende der Straße links ab. Das heißt, es macht Sinn, sich sofort hier direkt links einzuordnen. Weil die Straße, wie ihr seht, ist relativ kurz. Dann setzen wir nach dieser Einmündung den Blinker nach, sehen einmalige Vorfahrt. Das blaue Schild sagt uns hier lang fahren. Wir können das Lenkrad durch die Hände gleiten lassen, gehen in den zweiten Gang und fahren danach geradeaus. Wir sehen, wir fahren wieder eine Einbahnstraße. Geradeaus Spur ist die linke Spur. Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Wenn Richtungspfeiler auf der Fahrbahn sind, kommt fast immer eine Ampel.
Da ist es auch hier so. Die Ampel ist rot. Passt auf, hier vorne an dieser Fahrstreifenbegrenzung hat man im Übrigen vor jeder Ampel. Ist immer sozusagen Trennlinie. Wir sagen sehr oft Trennlinie, richtig heißt es ja Fahrstreifenbegrenzung. Und die können wir natürlich nicht befahren. So, rot wird grün, geradeaus, freie Fahrt. Nochmal kontrollieren, dass ihr einen ersten Gang habt. Und dann immer wieder zu der Ampel schauen. Guckt hier nicht in der Weltgeschichte rum, wie es hier rechts, links aussieht. Nicht, dass in der Zeit grün wird. Dann sehen wir auch nach vorne, wo wir lang zu fahren haben. Immer rechts halten, das heißt diese Laterne, das Stück Wiese, danach richten wir uns. Nicht, dass ihr zu weit links fahrt in den Gegenverkehr. So, wir fahren los, an das Gas wieder. Kupplung halten, halten, Kupplung raus, Gas weg, Kupplung treten, zweiter Gang, Kupplung am Schleifpunkt halten, Kupplung raus. Die nächste biegen wir dann nach links ab, Spiegel, Spiegel, Blinker links. Da sehen wir eine Sperrfläche und wir sehen eine Abbiegespur vom Gas gehen, Spiegel, Spiegel, Schulterblick links. Wir müssen beachten, Gegenverkehr, Fußgänger. Spiegel, Spiegel, Schulterblick links, keine Fußgänger da, neue Straße, neues Glück, keine Verkehrszeichen, da gilt die Regel rechts vor links. Wir biegen nach links ab, Spiegel, Spiegel, Blinker links, achten auf rechts, Gegenverkehr, Fußgänger. Hier geht es im zweiten, weil man es ganz gut überblicken kann. An den Schulterblick denken, nicht hier gegen den Bordstein lenken. Und dann fahren wir nach links zur Dekra rein, Spiegel, Spiegel, Blinker links, Kupplung treten, erster Gang, Grundstück oder generell immer, wenn ihr über einen abgesenkten Bordstein fahrt, macht es im ersten Gang, das schont euer Fahrzeug und wir müssen hier E-Schrittgeschwindigkeit fahren. Ne? Ich bin von der Kupplung weg, ich bin vom Gas weg, das wäre Schritttempo 4 bis 7 km/h, 10 km/h, das ist so alles in Ordnung. Haltet trotz dieser Einbahnstraße euer Rechtsfahrgebot. Das war's zu diesem Schwerpunkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.